Ex-SPD-Politiker Thilo Sarrazin hat im Gespräch mit Bild mit der Ampelkoalition abgerechnet und ihr unvernünftiges ideologisches Handeln vorgeworfen. Dies würde allein ein Blick in den Koalitionsvertrag offenbaren. In dem Kapitel der Familienpolitik werde das Gefüge Vater und Mutter mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen sei von Menschen, die füreinander Sorge tragen, die Rede. Nach Auffassung des ehemaligen SPD-Mitglieds würde die Regierung versuchen, das Verständnis von Familie in der Gesellschaft neu zu definieren und es den Bürgern zu indoktrinieren. Derartiges Wunschdenken mache sich auch in der Bildungspolitik bemerkbar. Sie basiere auf der Annahme, dass alle Menschen gleich begabt und gleich intelligent seien. Zitat: Wozu diese Politik führt, erleben wir im Berliner Schulsystem, wo aktuell bis zu 70% der Schüler nach der 8. Klasse nicht richtig rechnen, lesen oder schreiben können. Die sind nicht ausbildungsfähig, wettert Sarrazin. Die Politik einer Regierung, die sich immer mehr von den Gesetzmäßigkeiten der Natur entfernt, sei daher zum Scheitern verurteilt. Nach dem Prinzip der Vernunft müsse sie ihre Fehler, wie etwa die Abhängigkeit von russischem Gas und dem Ausstieg aus der Atomkraft, reflektieren und aus ihnen lernen.